Ja, wir brauchen alle Geld zum Leben. Nur ist das nur einmal. Ohne Kohle, ohne Knete ist das Leben eine Qual. Und so sollten alle haben, was jeder eben braucht. Das bereichen wie bei Armen stets der Schornstein rauch. Hallo allen von Hartz IV und Hartz IV Betroffenen und Bedrohten und allen, die ihnen beistehen. Ich habe gedacht, wir machen heute noch mal so einen Überblick, wie das ist, eine Zusammenfassung, wie das ist bevor man einen Antrag stellt und dann, was einen erwartet, wenn man den Antrag gestellt hat und was das für Auswirkungen hat. Und das Kapitel, das ich zuerst lese, heißt Mary Poppins Zaubertasche oder Geh an die Orte, die du fürchtest. 13. November, kurz vor Einführung von Hartz IV. 3 Tage in Stufenlagerung verbracht. Die Bandscheibe. Wieder mal. Ich kämpfe mich aus dem Bett. Kämpfen. Ach ja, manche überleben, weil sie kämpfen. Manche sterben daran. Manche überleben, obwohl sie kämpfen. Manche sterben, obwohl sie sich fügen. Und manche, weil. Fleiß ist nicht immer eine Tugend, Faulheit bedeutet nicht immer den Untergang. Und egal, wie sehr man sich bemüht und wie viel man schon gewendet hat, alles kann man nicht wenden. Geh an die Orte, die du fürchtest, oder tripple in diesem Fall, Schrittchen für Schrittchen. Die S-Bahn kommt eine Viertelstunde zu spät, wie so oft, aber sie kommt, unerbittlich. Ich will da nicht hin. Ich will da nicht noch mal hin nach 20 Jahren. Ich gehöre da nicht hin. Oder doch? Auch in der Kreisstadt ist es grau an diesem Tag. Landratsamt? War damals noch beim Landratsamt. Ein alter Herr schickt mich zum Rathaus. Gut, dass ich immer so früh aufbreche. Noch heißt das, wo ich hin muss, Arbeitsamt. Demnächst wird es zur Agentur für Arbeit. Ich fühle mich wie in einem dieser Träume, wo man im Nebel umherirrt, wie in einem dieser Träume, wo man zu spät dran ist, kaum die Füße heben kann, den Weg nicht findet und auch nicht dorthin will, wo man hin soll und eigentlich auch gar nicht weiß, wohin man geht und soll. Die Bundesanstalt für Arbeit wird bald in Bundesagentur für Arbeit umbenannt. Klingt auch besser, gesünder irgendwie, dynamischer, moderner. Schicker, schöner, euphemistischer, besser. Na endlich, Landratsamt. Gut, dass ich immer so früh aufbreche. Ein Gärtner weist mir den Weg. Ob der wohl gemeinnützig arbeitet? Links, Treppe hoch, geradeaus, links, Treppe hoch, geradeaus. Hübsch, sauber, modern. An der Wand ein Bild, Sonnenblumen von Van Gogh. Van Gogh. Hatte kein Geld, um sich Farben zu kaufen. Der arme Kerl. Hat gehungert, gefroren und sich das Ohr abgeschnitten. Tinnitus, Verzweiflung. Hier ist es angenehm warm. Besser als damals auf dem mit Menschen und überquellenden Aschenbechern vollgestopften, kaltstinkigen Flur beim Sozialamt München Mitte 1, Anfang der 80er Jahre. Erinnert ihr euch? Viel besser. Vielleicht ist ja alles viel besser jetzt, 2004. Unter dem Sonnenblumenbild sitzen 2 Männer. Zimmer Nummer 7. Ja, ich klopfe an, öffne die Tür, nenne meinen Namen. Ich habe einen Termin, bin ein paar Minuten zu spät. Warten Sie draußen. Die Männer halten eine sonderbare Zwiesprache. Der eine seufzt, nicht ungeduldig. Ja, ergeben. Der andere lacht, wissend. Und ich bin sonst wirklich immer pünktlich. Vielleicht muss ich ja gar keinen Antrag stellen. Ist ja nur ein Vorgespräch heute. Vielleicht. Ich werde aufgerufen. 3 Damen im Zimmer, junge Damen, Anfang 20. Eine Frau Süß begrüßt mich freundlich, sieht mir ins Gesicht.
Nicht so wie der Herr Grob von Mü-Mi-1 von München Mitte 1, der seinen Schreibtisch anstarrte, während er mir die Heizkosten vorenthielt und während ich meine kleine Tochter davon abzuhalten versuchte, Büroklammern zu essen. Im Januar, im kommenden Januar, könnte es mich erwischen. Ich war krank, ohne Anspruch auf Krankengeld, freiberuflich. Und ein Auftraggeber hat pleite gemacht. Da steht noch eine große Summe aus. Vielleicht kommt sie ja noch. Aber vorsichtshalber wollte ich mich schon mal erkundigen. Anspruch auf Arbeitslosengeld? Nein, nicht für Selbstständige wie mich. Und Anspruch auf Arbeitslosenhilfe? Ha, die Hilfe. Ja, die gibt's ja bald nicht mehr. Ändert sich ja gerade alles. ALG II heißt das bald. Ach so, alles neu, alles anders. Alles besser? Kosten der Unterkunft, wie groß ist Ihre Wohnung? Oh. Ja, aber die Wohnung ist sehr günstig. Egal, die Wohnung ist zu groß. Ich soll untervermieten. Aber in dem großen Zimmer gebe ich doch Yoga-Unterricht. Egal. Erstattet werden höchstens 370 Mark Miete. Denn ich bin keine Ich-AG. Kann ich nicht vielleicht eine werden? Nein, weil ich als Selbstständige sozusagen schon immer Ich-AG war. Ja, aber dann bin ich ja eigentlich doch eine Ich-AG. Tut mir leid. Frau Süß zeigt sich mitfühlend. Das ändert aber nichts daran, dass mir mit der staatlich geforderten Untervermietung die Möglichkeit flöten geht, nebenberuflich Yoga zu unterrichten. Was gerade heute, da ich kaum sitzen kann, zugegebenermaßen eher unglaubwürdig erscheint. Unangemessener Wohnraum wird nicht bezahlt. Punkt. Ich solle doch eine kleine Sozialwohnung beantragen. Keine Chance. Als ich vor 2 Jahren nach 27 Jahren in München zwecks Kostenreduzierung mal für 2 Jahre aufs Land gezogen bin, habe ich den Anspruch verloren. Inzwischen wohne ich wieder im Großraum München, ohne Anspruch auf eine Sozialwohnung. Ach, ich solle nicht traurig sein, so die Kollegin von Frau Süß, denn es gäbe ja nicht mal genug Sozialwohnungen für all die Obdachlosen. Also bekäme ich, selbst wenn ich theoretisch Anspruch auf eine hätte und praktisch einen Antrag stellen würde, ja trotzdem keine. Ermessensspielräume auslotend, spitzt Frau Süß die Lippen. Naja, also für 3 Monate, aber höchstens. Würden die vollen Wohnkosten gegebenenfalls, eventuell, vielleicht, doch schon übernommen. Für 3 Monate. Ich müsse aber selbstverständlich unbedingt nachweisen, dass ich mich nach besten Kräften um Untervermietung bemüht hätte. Gibt es sonst noch Fragen? Ja, wie es mit der Übernahme der Beiträge zur berufsständischen Altersversorgung steht? Die Damen wiegen die Köpfe. Härtefallregelung? Schlägt die eine vor. Es sind ja nur 12 € im Monat, werfe ich ein. Ja, vielleicht, zögert die andere. Aber nicht sicher, warnt die dritte. Ändert sich ja gerade alles, seufzt die zweite. Das müsste man im Ernstfall noch mal überprüfen, fügt die erste an, wenn es aktuell ist. Schließt Frau Süß. Und wie ist das mit dem Kindergeld? Kindergeld wird angerechnet auf die staatlichen Leistungen. Also davon abgezogen? Ja. Also, das heißt, die Millionäre dürfen es behalten und den Armen wird's wieder weggenommen? Ja, wenn man das so sehen will. Ja, aber das Kindergeld überweise ich immer an meine Tochter. Die studiert. BAföG reicht ja nicht zum Leben. Ihre Tochter studiert? Die erstaunte Betonung liegt auf Ihre? Ja. Und die wohnt bei Ihnen? Nein. Weil sonst wären Sie ja eine Bedarfsgemeinschaft. Nein, nein, sie wohnt in einer anderen Stadt, weit weg. Die Damen denken nach. Können Sie die Überweisungen belegen? Lückenlos. Na dann, sagt die Dame am Fenster. Sie müssen ja dann sowieso noch alles belegen. Trotzdem,
fügt Frau Süß hinzu, fragen Sie besser noch mal nach, wenn es soweit ist, weil es ändert sich ja gerade alles, schließt die Dritte. 345 Euro plus Kosten der Unterkunft, kurz KDU. 345 Euro im Monat zum Leben. Und so einmalige Beihilfen? Abgeschafft. Extra Geld für Winterstiefel gibt's nicht mehr. Strompauschale, Warmwasserkosten und Winterstiefel sind im neuen Eckregelsatz schon drin. Der Hartz-IV-Eckregelsatz scheint sowas zu sein wie die Zaubertasche von Mary Poppins. Alles drin, was niemals drin sein kann. Auch Waschmaschinen, Winterstiefel, Fahrräder, Computer, Haustiere, Medikamente, Kühl- und Gefriergeräte, Teppiche, Zahnersatz und Brillen. Ja, sogar Pelzmäntel und Yachten, anteilmäßig. Die Telefongrundgebührenbefreiung ist abgeschafft. Stattdessen gibt es einen 7-Euro-Telefonzuschuss pro Monat und Erlass der GEZ-Gebühren auf Antrag nach Vorlage des ALG-2-Bescheides. Und was ist mit den Beiträgen für Mieterverein und Gewerkschaft, Haftpflicht und Hausratsversicherung? Die Klärung der Frage schiebe ich lieber auf, aus Furcht vor der Antwort. An Orten der Angst umarmt man Gespenster. Manche sind dann überraschenderweise sogar ganz nett. Ob es mit der Zeit, je mehr Gespenster man umarmt, desto leichter wird? Oder kommen dann womöglich immer mehr Gespenster? Die Folge Gespenster umarmen hatten wir ja schon. Danach kam das Gespenst. Und es kam Frau Peininger zum zweiten Mal. Die Schulungsleiter Frau Peininger, die haben Sie schon kennengelernt in einer der Folgen. Und jetzt erklärt sie die Regeln. So, meine Damen und Herren, und nun zurück zu den Regeln. Wir haben hier nämlich noch ein paar Regeln. Und die sage ich Ihnen jetzt mal. Und dann merken Sie sich die auch. Wer blau macht, ohne eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorzulegen, wird gekürzt. Wer wegen Vorstellungsgesprächen abwesend ist, ohne eine Bestätigung vorzulegen, wird gekürzt. Wer den Unterricht stört, wird gekürzt, von der Maßnahme ausgeschlossen und darf diese dann aus eigener Tasche zahlen. Das gilt auch für Sie. Nur sitzen Sie mal nicht so verkrampft. Seien Sie ein bisschen locker. Richten Sie sich auf. Sie müssen selbstbewusst da reingehen in so ein Bewerbergespräch. Sehen Sie? Das ist gut. Aber dafür sind Sie ja auch hier, dass Sie das von mir lernen. Aber mit so einer Frisur? Also, wollen Sie nun einen Job? Oder wollen Sie keinen Job? Ich meine, Sie müssen sich das mal klar machen. Die meisten Langzeitarbeitslosen, also auch die meisten von Ihnen hier, sind Minderleister. Das heißt, über 45 Jahre, physisch oder psychisch krank, behindert, gering qualifiziert oder Sie haben Kinder am Bein. 40% aller Alleinerziehenden sind harzer Roller. Ja, kein Kindergartenplatz haben, aber Kinder in die Welt setzen. Schwachperformer nennt man das auch. Und weil wir Ihnen helfen wollen, kriegen Sie ja ein sogenanntes Verfolgungstraining. Was das heißt? Das heißt intensive Schulung. Das heißt, wir arbeiten an Ihrer Motivation.
Das heißt, wir schenken ihnen unsere Aufmerksamkeit. Und wie machen wir das? Und was machen wir hier? Das machen wir morgen. Und ich erwarte, dass Sie morgen alle hier sitzen. Pünktlich. Und frisch gewaschen. Ja, der kleine Einspieler, den Sie eben sahen, ist ja nicht mehr ganz neu, aber wie ich höre, ist es noch immer so. Jetzt noch eine kleine Episode, wie sich dieses Hartz IV auswirkt. Das habe ich in einer E-Mail, das ist eine E-Mail aus dem Herbst 2005, wo ich dann tatsächlich einen Antrag stellen musste nach diesem Besuch bei den Damen. Und dieses kurze Kapitel heißt Das absurde Armutsvirus. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde. Meine Tochter ist wohnsitzlos. Herrje. Und das alles wegen Hartz IV. Ihre Studentenbude hat sie schon aufgelöst wegen der bevorstehenden Fernreise. Eine Studienexkursion. Nein, nein, sie bekommt kein Hartz IV. Aber bis zur Rückkehr braucht sie eine Meldeadresse. Und so wollte sie sich vorübergehend bei Mama anmelden. Liegt ja nahe. Geht aber nicht. Mutter kann Tochter nicht aufnehmen. Auch nicht rein formell. Wenn ich der Arge oder dem Jobcenter die Anmeldung mitteile, rechnen die mir fiktive Tochterquadratmeter raus und kürzen die Mietzahlungen. Obwohl das Kind mit knappem Budget unterwegs in der Ferne weder bei mir wohnt noch Miete zahlt. Zudem würde die Verwandte bürokratisch automatisch Teil der Bedarfsgemeinschaft und geriete in den Strudel von Antragsformularen und Datennachweisen, obwohl sie staatliche Leistungen ja weder bezieht noch beantragen will. Und einige Monate später, sobald die Heimkehrerin wieder ein eigenes Zimmer in Deutschland hätte, obläge uns die Rückabwicklung des papierenen Irrsinns. Ihr meint, ich solle die bedeutungslose Anmeldung der Behörde einfach verschweigen? Aber wenn die Argen beim Einwohnermeldeamt nachfragen? Wenn auffliegt, dass ich die Veränderungsmeldung, zu der ich verpflichtet bin, nicht getätigt habe, muss ich mit Strafkürzung rechnen. Also, fragen geht nicht. Schon die Frage würde mich verdächtig machen. Melden geht nicht, verschweigen geht nicht und so ist Tochter nirgends gemeldet. Aber das soll ja auch strafbar sein. Ob jemand von euch nun die wohnsitzlose Studentin pro forma vorübergehend aufnimmt? Das wäre toll. Auch wenn ich das Gefühl habe, alle irgendwie reinzuziehen in diesen irrwitzigen Harzscheiß. Sollte das absurde Armutsvirus etwa doch ansteckend sein? Und jetzt zu Arm und Reich vor acht. Heute über trübe Aussichten. In der Studie von Oxfam mit dem Titel Pandemie-Profiteure und Virusverliererinnen wird geschildert, wie die Vermögen deutscher Supermärkte im Corona-Jahr 2020 um bis zu 30% anwuchsen. Von solchen Zuwächsen hätte man fast 4 Millionen Arbeiterinnen und Arbeitern im brasilianischen Kaffeesektor einen existenzsichernden Lohn zahlen können. Weltweit betrifft es vor allem Frauen. Durch konkrete Corona-Ausbrüche verloren sie ihre Jobs oder es war ihnen durch zusätzliche Care-Arbeit nicht mehr möglich, einer Lohnarbeit nachzugehen. In Thailand berichteten etwa 30% der in der Fisch- und Meeresfrüchteindustrie Beschäftigten vom Verlust ihres Einkommens. Ein Drittel. Staatliche Unterstützung gibt es für sie nicht, zugleich aber in Deutschland den Gewinnboom. Weltweit leben 155 Millionen Menschen in extremer Nahrungsmittelunsicherheit. Das sind 20 Millionen mehr
als im Jahr zuvor und fast doppelt so viele wie die gesamte Bevölkerung Deutschlands. Mehr als eine halbe Million Menschen sind von akuten Hungersnöten betroffen. Seit Beginn der Corona-Pandemie habe sich die Zahl auf 520.000 versechsfacht, berichtet Oxfam und warnt vor einer dramatischen Zunahme von Hungersnöten in der Welt. Aktuell hören wir von einer Hungerkatastrophe im südlichen Madagaskar, von hunderten kanadischen und US-amerikanischen Hitzetoten, von sintflutartigen Regenfällen hierzulande, in Japan, in Pakistan und im Osten der USA, von Waldbränden in Nordamerika, Sibirien und Brasilien. Nach Angaben des Handelsverbands Deutschland, HDE, sind in Deutschland aktuell 120.000 Geschäfte in ihrer Existenz bedroht. 120.000 Geschäfte in Deutschland. Tendenz steigend, denn je mehr Händler schließen, desto mehr Laufkundschaft bricht weg. Olaf Scholz, Bundesfinanzminister und SPD-Bundeskanzlerkandidat, verspricht den Beitragszahlern Armutsrenten. Ich garantiere ein stabiles Rentenniveau von 48%. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung meldete, die Nachfrage nach Luxusimmobilien ist trotz der Pandemie geradezu stürmisch. Also doch gar nicht so trübe Aussichten, zumindest für ein paar. Laut einer Studie des Institute for Policy Studies von 2020 erhält jeder Durchschnittsamerikaner eine einmalige Unterstützung von 1.200 US-Dollar. Aber den 43.000 Millionären erstattet der Staat Steuern in Höhe von insgesamt 70 Milliarden US-Dollar. Errechnet man hier den Durchschnitt, dann sind das 1,7 Millionen Dollar für die Reichen, im Unterschied zu 1.200 US-Dollar pro Person. Im Zeitraum seit 1990 hat sich das Vermögen der One-Percenter um nicht weniger als 1.130% vermehrt. Das bedeutet, während die Armen für 2,5 US-Dollar auf der Kirmes Achterbahn fahren, können die Superreichen sich für 250.000 US-Dollar ins All schießen lassen. Das Weltraumrennen kostet geschätzte 6 Milliarden US-Dollar. Damit könnte man, so der Direktor des Welternährungsprogramms, 41 Millionen Menschen vor dem Verhungern retten. Dann gute Aussichten für den nächsten Tag. Bis zum nächsten Mal.